Dann danke, dass ihr gekommen seid und ich will euch heute mal erzählen, wie ihr es jetzt schafft, künftig mit eurem Unternehmenswissen direkt zu chatten, also diese Vorteile von GPT zu verwenden, ohne die Risiken, die damit verbunden sind, mit in Kauf zu nehmen. Und ja, was ich dazu sagen kann, ist, ich stelle mich jetzt einfach mal kurz vor. Sekunde. Also mein Name ist Alexandra Klaffschenkel, ich bin Account Managerin bei der Interface Projects und wir machen zwar keine Werbung, aber ich erzähle euch einfach mal, wie wir das Problem einfach gelöst haben, dass man ein unternehmensübergreifendes Wissensmanagement oder Suchleistung oder Informationen zur Verfügung zu stellen, in Verbindung mit GPT, ohne die Risiken, die damit verbunden sind. Also meine Kollegin, wenn ihr die Vorträge gestern gehört habt, hat ja erzählt, welche Vorteile und Risiken es gibt. Und ich zeige euch heute, wie wir es gelöst haben. So. Und zwar, die grundsätzliche Herausforderung im Wissensmanagement ist ja im ersten Schritt, die ganzen Informationen, die im Unternehmen vorhanden sind, zusammenzuführen, weil Wissen ist ja eigentlich nur auf der Basis von Informationen kann Wissen generiert werden und auch Wissen bereitgestellt werden. Und ja, das Problem ist oft, dieses vorhandene Wissen überhaupt mal sichtbar zu machen. Also es gibt viele, die über Jahrzehnte in Unternehmen sind, die ihre Strukturen haben, wo sie die Dinge einzeln ablegen, aber andere im Unternehmen einfach nicht auf diese Informationen zugreifen können. Und was wir schon seit 20 Jahren machen, ist, diese Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen bereitzustellen. Da ist dann Microsoft dabei, da ist SAP dabei, da ist Jira, Confluence, egal aus welcher Datenquelle, die Informationen werden an einem zentralen Punkt zusammengeführt. Und das ist einfach die Basis, um mit seinem Unternehmenswissen chatten zu können, muss man erstmal das Unternehmenswissen vorhanden haben. Wenn ihr Fragen habt, ihr dürft mich jederzeit unterbrechen, gell? Gut. So. Und das ist eine Technik, die schon seit Jahren, ja, diese Unternehmens-Google, diese ganzen Enterprise-Search-Thematiken gibt es ja schon seit Jahren. Und dann kam die große KI-Thematik. Also letztes Jahr ging alles noch um das Thema KI. Ja, man soll intelligent suchen, man soll das Wissen intelligent aufbereiten, intelligent zur Verfügung stellen. Und was gut ist an dieser KI, an diesen Modellen auf den eigenen Daten, ist, dass das Wissen, das bei euch im Unternehmen vorhanden ist, verstanden wird plötzlich. Also die KI lernt die Inhalte oder sie wird trainiert mit Inhalten aus eurem Unternehmen und dadurch ist ein Verständnis da, was in eurem Unternehmenswissen steckt, ja, und kann das Wissen nach oben spülen. Ja, es werden die Zusammenhänge dann auch miteinander ein Stück weit festgestellt. Und deswegen ist es nicht mehr notwendig zu wissen, wonach man sucht. Also früher war es so, man hat, oder egal in welcher Applikation ihr seid, ihr habt eine Schlagwortsuche, ihr gebt einen Begriff ein und bekommt die Informationen, die mit diesem Begriff in eurem Unternehmen einfach vorhanden sind. Ähnliche Thematiken, ähnliches Wissen ist in dem Maße nicht hinterlegt in den klassischen Suchen. Man muss immer Arbeit aufbringen, um dass man ähnliche Begrifflichkeiten, Synonyme, ähnliche Thematiken findet. Und durch so ein Modelltraining auf den eigenen Daten wird die Unternehmenssprache erstmal verstanden. Also es wird verstanden, wie heißt bei euch, habe ich häufiger Gabelstapler, ist umgangssprachlich, aber eigentlich ist es ein Flurförderzeug, ja. Und wenn jemand neu in ein Unternehmen kommt oder aus einem anderen Bereich in ein Unternehmen kommt, ja, dann sind die Fachbegriffe oft nicht vorhanden. Und das ist das Thema, dass man ähnliche Begrifflichkeiten, Synonyme und ähnliche Thematiken dann auch mit berücksichtigen muss.
So, ich mache jetzt einfach hier so einen kleinen Grobabriss, weil euch interessiert ja eigentlich, wie chattet man mit dem Unternehmenswissen. Und deswegen gehe ich da jetzt relativ schnell drüber. Wenn ihr dazu Fragen habt, dürfte ich mich gern fragen, wenn ich was nicht verständlich erkläre. Online ist auch alles okay? Gut. Jetzt, was hier ja alle in den letzten, also gestern und heute umtreibt, es ist ja auch eine Parallelveranstaltung zu diesem Thema, ist dieses Thema Large Language Models. Ja? Alle sind diesem Hype unterlegen, ja, muss man wirklich wieder sagen. Es gibt kein Unternehmen, das sich aktuell mit diesem Thema nicht auseinandersetzen muss. Ja? Also entweder es braucht eine Strategie, wie man das Ganze im Unternehmen übernimmt, oder eine, man muss klare Richtlinien festlegen, wie diese Dinge im Unternehmen behandelt werden. Weil es ist so, es gibt natürlich Vorteile und Risiken aus diesem ganzen Thema. Und da ist es so, dass die ganzen, ob es jetzt GPT, BART, Luminous, also die ganzen Large Language Models, sind ja alle im Prinzip auf der gleichen Basis trainiert, das heißt das Weltwissen. Ja? Und dadurch entstehen natürlich auch diese Themen, dass sie halluzinieren können, weil manche Falschwissen hochgeladen haben ins World Wide Web oder dass eben ja, man nicht weiß, was mit den Daten geschieht, je nachdem. Man kann natürlich eine Private Cloud haben und trotzdem, die Daten sind dann immer noch in der Cloud. Und wenn es mal ja, der Strom ausfällt oder dergleichen, manchmal ist ja auch, es sind bestimmte Risiken damit verbunden. Ja? Und es gibt keine Schnittstellen hoffentlich zu Ihren Unternehmensdaten. Ja? Weil wenn, dann gehen die Daten ja raus, ohne dass sie einem Rollen- und Berechtigungskonzept unterlegt sind. Und das Dilemma ist einfach, die Nutzung dieser Technologien, die sehr, sehr viele Vorteile bieten, ist im Unternehmensumfeld oft sehr schwierig, weil es auch sehr viele Restriktionen gibt, was Datenschutz, was Datensicherheit und dergleichen angeht. Und dieses Jonglieren zu schaffen, ja, ist oft sehr herausfordernd. Mich würde nachher vor allem mal interessieren, ob ihr schon die Large Language Models im Unternehmen nutzt oder einen Plan habt, wie ihr damit umgehen wollt. Ja? Und jetzt zeige ich euch einfach, wie wir das für uns mit unserer Lösung gelöst haben, dass man mit dem Unternehmenswissen chatten kann. Und zwar ist es so, ihr seht hier jetzt im Hintergrund unseren Client von unserer Suche. Ja? Da könnt ihr eine Suche eingeben. Jetzt haben wir hier das Thema Wissensmanagement einfach mal eingegeben. Ja, das heißt, der Nutzer stellt eine Anfrage. Die Frage wird an ein Large Language Model gesendet. Da ist egal, ob es jetzt GPT ist, ob es BART ist, ob es Luminous ist, egal. Es gibt ja noch viele, viele mehr. Es gibt noch viele, viele Open Source Varianten. Und es wird erst mal die Frage gestellt. Und diese Frage wird an die Technik von so einem Large Language Model gegeben und es werden da Entitäten zurückgegeben. Also Queries werden erzeugt, die dann in die interne Suche auf den internen Daten reingegeben wird. Also da geht es nicht darum, euren Unternehmenscontent rauszugeben, sondern ihr habt eine interne Suche und dieses Large Language Model wird nur dafür verwendet, dass ihr eine größere Suchquery habt. Ja? Und diese Suchanfrage wird dann in euer internes Wissen gegeben und da kommt dann ein Ergebnis raus. Zum einen, Sekunde. Ah. Okay. Gut. Also nochmal hier, was muss ich, das ist jetzt irgendwas schiefgelaufen, aber das ist nicht schlimm. Die Frage ist, was muss ich bei einer Krankschreibung beachten? Ja. Und der Integrator gibt diese Anfrage an dieses Large Language Models. Es wird eine Query von dem Large Language Model erzeugt. Das geht dann in eure interne Suche, auf euer internes Wissen. Ja.
und dann kommen dort wie früher Suchtreffer raus. Und aus diesen Suchtreffern wird aus den Inhalten wieder eine Zusammenfassung erstellt, die ihr hier seht. Das heißt, wenn die Frage ist, was muss ich bei einer Krankmeldung tun, wird aus dem Unternehmenswissen die Antwort erzeugt. Also erstens eine Arztbescheinigung, informiere deinen Vorgesetzten, die fristgerechte Einreichung. Das kommt dann, ja, eine Frage? Okay. Ich hätte eine kurz. Ja? Nur damit ich es richtig verstehe, die Quellen, aus denen die Antwort gespiesen wird, sind alle links zu finden, die Dokumente. Also die. Genau, die sind in eurem Unternehmenswissen, bei euch im Haus. Aber es sind auch die, die in der Suche auftauchen. Das heißt, wenn ich wissen will, woher hat er die Information, dann finde ich das vollumfänglich links in der Dokumentensuche. Genau. Okay. Also das wird dann auch mit ausgegeben. Ja, Frank, du hast eine Frage? Ja, ich habe eine Frage. Also, wie ich es richtig verstehe, ist, das ist eine reine Dokumentensuche, die quasi vom Large Language Model gespeist wird, das Query. Und dann kommen Dokumente als Suchergebnisse. Und die Frage ist, diese Zusammenfassung von den Ergebnissen, wer erstellt die? Welches Modell? Genau. Auch das Large Language Model? Oder ein anderes? Da komme ich gerade zu. Da war schon ein bisschen schnell, aber ist okay. Also, es ist so, es werden ja aus euren, also diese Query wird eingegeben in eure interne Suche und dann werden da die 10 besten Treffer, die 20 besten Treffer, was auch immer, ihr bekommt ja eine klassische Trefferliste, wie in einer normalen Suche auch und da kann man dann einstellen und jetzt machen wir eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte aus diesen ersten 10 Treffern und die Extrakte aus diesen Dokumenten gehen wieder an ein Large Language Model, aber nur um diese Texte zu generieren. Also den Marketing-Teil, dass es schön aussieht sozusagen. Und dann werden diese Texte ausgegeben. Ja? Ist deine Frage beantwortet, Frank? Ja. Okay. Danke. Gut. Also von dem her, die Unternehmensdaten bleiben im Haus und es gehen nur die Anfragen an das Large Language Model. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, alles, was in der Cloud ist, ist ja wieder dieses Thema, dass es nie 100% garantiert ist, dass man weiß, was mit den Daten geht, ja, egal welche Berechtigung man alles hat. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, diese Large Language Models on-premise zu halten. Gibt es inzwischen auch, muss man richtig Dampf investieren, aber das geht auch. Und dann kann man das als gekapseltes System machen, ohne dass Informationen in irgendeiner Form nach außen gehen. Ja, also das ist eine Möglichkeit. Da muss man natürlich dann auch die dementsprechenden GPUs sich zulegen und dieses Model dann auch lizenzieren und dergleichen. Aber vom Grundsatz her kann man diese GPT oder diese Large Language Models auch komplett ohne dass irgendwelche Daten an die Außenwelt gehen, mit einbinden und abbilden dadurch. Ja, Moment. Meine Frage in deinem Beispiel, wo liegt denn jetzt das Large Language Modell, das ist die Frage sozusagen. In dem Beispiel, das ich jetzt gemacht habe, das ist tatsächlich das Azure OpenAI GPT von Ding. Ja, also das ist in dem Beispiel bei uns angebunden. Also wir. Gut, aber das liegt ja auch in einer separaten Instanz. Genau, ja, genau. Ja. Denn also wenn du jetzt nämlich die Antwort ja wieder zurück, also die Suchergebnisse zurückschickst, nur um sie aufzuhübschen, gibst du ja auch schon Unternehmenscontent nach draußen. Genau. Da muss man ja auch schon, auch wenn es jetzt zusammengefasst ist, sind ja Unternehmensdaten. Ne? Die müssen ja auch wieder, wenn du das aufhübschen lässt, halt auch wieder im Bereich laufen. Genau. Okay. Deswegen sage ich ja, man kann jede Form des GPTs verwenden. Ja? Es gibt unterschiedliche Restriktionen in den Unternehmen. Ja? Also gerade im öffentlichen Bereich ist es oft
das Problem, dass die ja keinerlei Clouds und dergleichen nutzen dürfen, weil sie eben diese Sicherheitsbedenken haben. Ja? Und wenn man in diesem Moment dann sagt, okay, man führt so ein Large Language Model on-premise, okay, super, man führt so ein Large Language Model on-premise, dann hat man auch keinerlei Themen, dass das Ganze ans, in die Außenwelt geht. Aber ja, wenn man ein Cloud-basiertes Large Language Model anbietet, okay, da war jemand auf der Toilette. Nee. Wenn man ein Cloud-basiertes Large Language Model anbindet, ja, dann gehen diese Auszüge aus den Dokumenten, nicht die ganzen Dokumente, sondern nur die relevanten Teile, gehen an dieses Large Language Model und werden dort zusammengefasst. Ja. Mal ganz kurz zum Verständnis. Also, ihr nutzt praktisch dieses Large Language Modell in OpenAI, sondern Azure AI, eigentlich nur als Sprachmodell, aber ihr habt nicht dieses Modell nochmal mit den Daten aus dem Unternehmen trainiert. Nein. Okay. Doch, wir haben unsere interne Suche, also wir erstellen für unsere Kunden immer ein eigenes Modell aus ihren eigenen Daten. So, dass, es ist ja so, es geht ja um den Content, es geht ja um das Wissen erkennen, erstmal intern. Ja? Ja, ja. Chatte mit deinem Unternehmenswissen heißt das, was wir intern haben. Das interessiert ja im ersten Schritt nicht, was die Welt darüber weiß. Das kann man dann im Anschluss immer noch gegenchecken. Ja? Aber es geht ja um den internen Unternehmenscontent. Und da ist es so, dass mit dem internen Unternehmenscontent, das habe ich versucht vorhin im Schnelldurchgang etwas zu erklären, das komme ich nochmal zurück, kein Thema, ist es so, da wird die Unternehmenssprache verstanden. Es werden die Dokumente verstanden und Ähnlichkeiten zwischen den Dokumenten dann gelernt in diesem KI-Modell. Ich muss dazu sagen, die Techniken, die wir für unsere Modelle verwenden, sind die gleichen Techniken, die die Large Language Models verwenden. Also dieses Thema Word-to-Vec, Word-Embeddings-Verfahren, die ganzen Dinge. Wir machen sozusagen, bilden wir Short Language Models, kann man die nennen. Also rein spezifiziert auf das Unternehmenswissen. Ja? Und das versteht dann auch die Unternehmenssprache. Ja? Also man gibt es auch manchmal interne Fachbegriffe, die draußen keiner kennt. Ja? Und diese Dinge lernt dieses eigene Modell. Und wir verwenden dieses GPT im ersten Schritt nur dafür, um die interne Suche sozusagen zu verbessern, die richtigen Dokumente hochzuspülen und diesen Content dann zusammenfassen zu lassen. Bis zu diesem Punkt ist die Entscheidung zu treffen, wie viel Risiko eingegangen werden soll. Aber der Vorteil aus dem eigenen Modell im internen Haus ist, man hat ja selber wahrscheinlich keine Fake News in seinen Unterlagen. Das wäre schlimm, ja. Sondern da hat man dann eben die Sicherheit, dass das Wissen, das im Haus ist, ohne irgendwelche Halluzinationen oder gleichen abgebildet werden kann. Und wenn man diesen Prozess durch hat, dass man diese Antwort bekommen hat von seinem Unternehmenswissen, dann kann man immer noch den nächsten Schritt gehen und sagen, so Welt, was weiß jetzt die Welt darüber? Und das Ganze nochmal an das Large Language Model schicken und dort dann die Suchanfrage überhaupt mal zu stellen. Ja, ja, Moment, rüber. Das heißt, ihr habt aber auch wirklich sämtliche vorherigen Suchen, die es eventuell gab, komplett dadurch jetzt abgelöst. Also, nee. Oder das ist einfach eine Ergänzung? Das ist eine Ergänzung, genau. Oder wie gestaltet ihr das im Gesamtkontext für den User? Genau. Also es ist so, das ist unterschiedlich im Projekt, wie wir das vorgehen. Es ist eine ganz klassische Unternehmenssuche unten drunter. Das heißt, es werden erstmal alle Datenquellen angebunden. Es gibt eine klassische Oberfläche, also unser Interface kann man jederzeit benutzen. Man kann es in jede Suchapplikation integrieren. Ja? Also wir haben auch eine Vollintegration in Teams zum Beispiel. Es kommt noch eine. Es ist eine da für Confluence, für Jira. Ja? Also volle Integration, dass man dort einfach auch nicht mehr auf eine extra Suche abspringen muss. Weil die meisten sind ja relativ bequem und wollen in ihrem eigenen Arbeitsumfeld bleiben. Das heißt, wenn ich mein CRM habe und ich habe mein PLM und mein ERP-System und das sind die drei führenden
Systeme, mit denen ich arbeite, will ich nicht noch eine extra Suche aufmachen, um irgendwas zu finden, sondern ich will aus diesen Produkten rausfinden. Also die Integration ist natürlich ein ganz großes Thema. Und dann, also die Basis ist die übergreifende Suche, ja, aber es gibt da häufig die Problematik, dass man eben einfach diese schlagwortbasierte Suche dann hat, ja. Ähnliche Begrifflichkeiten, Synonyme, ähnliche Thematiken werden ja in der klassischen Suche nicht abgebildet. Und da haben wir vor jetzt bald 10 Jahren unsere eigene KI darüber entwickelt. Also wir machen das schon viel länger, aber da war die Technik einfach noch nicht so, weil seit den 50er gibt es das Thema, ja. Und diese Modelle, die wir entwickelt haben, die wir auch schon, also produktreif haben, schon seit über 5 Jahren, ja, ist so, dass die den Unternehmenscontent lernen, ja. Die lernen über, da wird ein Modell erstellt, wie auf der Basis dieser Large Language Models. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch groß in die Technik reingehen soll, da dürft ihr mich nachher gern selber ansprechen. Aber es geht einfach darum, diese Modelle werden erstellt und die verstehen den Unternehmensinhalt. Ja? Und vorher war es so ein Thema, ja, wenn man ein Ticketsystem hat, dann kommt ein Ticket rein und dann kann dem Support-Mitarbeiter gleich mal gesagt werden, hallo hier, wir hatten in den letzten 4 Wochen Tickets mit einem ähnlichen Inhalt, ja, und kann dann auch gleich die Lösung dazu vorschlagen. Hier und da, das haben wir dann da gemacht. Also das gibt es schon eine Weile. Und dieses Thema GPT ist einfach nur der nächste Schritt, zum einen erstmal die Oberfläche und die Handhabung zu vereinfachen, ja. Also dieses, ich kann egal fragen, eine natürlich sprachliche Anfrage. Ich muss nicht mehr wissen, wonach ich suche. Man kann themenorientiert suchen, man kann sich dann themenorientiert weiterbilden. Und das ist das Thema, was wir da eben machen. Man kann diese Anfrage stellen, wie gesagt, und bekommt dann diese Antwort. Und da gibt es dann immer noch hier diese Suchtreffer. Also das sind dann auch die, wie heißt die Datenquellen, die auch mit ausgegeben werden. Also wo kommt diese Zusammenfassung her? In welchen Dokumenten steht was drin? Ja. Und Sekunde. Das kann man sich dann auch nochmal in der Zusammenfassung anders darstellen lassen. Also die Darstellung ist relativ flexibel, ja, je nachdem, was man sehen will. Man muss die Suchtreffer nicht sehen, man kann nur die Antwort haben, man kann die Quellenverweise dazu haben und. Aber wie gesagt, unser Integrator GPT antwortet auf natürlich sprachliche Anfragen, die gestellt werden. Und der nächste Schritt, das habe ich jetzt gestern Abend erst von meinem Chef zur Verfügung kriegt, Sekunde, das habe ich noch gar keine Folie dazu, ist so, wir können auch mit Dokumenten jetzt chatten. Das heißt, wenn Sie einen Vertrag haben, der 40, 50 Seiten hat, irgendeine Produktbeschreibung, wo irgendwas drin ist, dann können Sie auch mit einem einzelnen Dokument chatten und sagen, sag mir mal die Verbinderanteile aus diesem Ding und dann bekommt man die Antwort aus diesem Dokument. Man muss es sich nicht mehr durchlesen in dem Sinne. Ja? Und das Ganze aber auf Rollen- und Berechtigungskonzept basieren. Das heißt, wir können ja Rollen- und Berechtigungskonzepte werden da hinterlegt über das Active Directory bis runter auf Dokumentebene über die einzelnen Vorgaben der einzelnen Applikationen. Und es ist so, es sieht keiner einen Treffer, der ihn nicht sehen darf. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel eingibt, Max Müller Abmahnung, dann wäre es eine Katastrophe, wenn da ein Treffer erscheinen würde, weil dann weiß man, der Max Müller hatte mal was mit einer Abmahnung zu tun. Ja? Also das ist das Thema Rollen- und Berechtigungskonzept gesteuert. Also es darf keiner direkt sehen, was er nicht sehen darf. Wenn man jetzt direkt an GPT anbindet, ja, dann ist das Thema, dass alle Dokumente für alle sichtbar sind, ja, und das ist eben das Thema, warum man da einen Zwischenschritt dazwischen binden muss einfach, ja, außer man hat alles frei zugängliche Dokumente, aber dann ist es ja auch sehr eingeschränkt. Und
Jetzt ist es so, gestern hat mir mein Chef dann erzählt, wir sind jetzt gerade mit einigen Beta-Kunden, wo wir dieses Thema gerade umsetzen. Ja? Und ab tatsächlich Ende des Jahres hat es Produktreife und wird als Produkt rausgegeben. Und da ist es so, wir können jetzt nicht nur mit dem Dokument chatten, sondern zum Beispiel auch mit Tabellen. Ja? Das ist vorher immer sehr schwierig gewesen, wenn man eigentlich Prosa-Texte braucht für die Suche. Aber man kann auch in Tabellen mit Tabellen chatten zum Beispiel. Oder man hat ein leeres Formular, wo irgendwelche Dinge ausgefüllt werden müssen. Hat mir mein Chef gestern gesagt, hat er jetzt probiert. Sag mir, was muss ich in dieses Formular einfüllen? Und dann bekommt man eine Schritt-für-Schritt genaue Antwort. Was muss ich jetzt tun, um dieses Formular auszufüllen? Und es wird auch gleich der Content geliefert, der da rein muss. Also das ist schon sehr, sehr cool, was jetzt gerade, ich sage ja, es revolutioniert sich von Tag zu Tag, weil immer neue Möglichkeiten sind. Deswegen das Thema ChatGPT ist großartig. Ja? Und es ist auch fürs Unternehmenswissen, um die Dinge zu generieren. Ja, ich sehe dich, Sekunde. Um die Dinge zu generieren, grandios. Jetzt, deinen Namen sehe ich jetzt gerade nur nicht. Heiko, meinst du mich? Heiko, hallo. Muss ich da irgendwas tun oder du bist leise? Nee, ich höre dich. Ich höre dich nicht. Ach so. Jetzt, da ist er. Doch, ja, okay. Hi zusammen. Hi. Dazu konkret eine Frage, weil du sagst, man kann ja mit einzelnen Dokumenten auch chatten. Ja. Ist dann da sichergestellt, dass ich auch nur Antworten kriege, die da wirklich drinstehen? Weil das ist ja bei den Large Language Models genau das Ding, dass die normalerweise alles Mögliche einfließen lassen. Genau. Nee, das ist dann sichergestellt. Durch wie es genau technisch läuft, das weiß ich nicht, aber mein Chef hat mir gesagt, das funktioniert, dass man das genau nur aus Dingen aus diesem Dokument und auch die Antworten, also es wird jetzt nichts dazu erfinden. Okay, das heißt, da kommt dann ganz viel, weiß ich nicht, wenn ich drüber raus frage und dann müsste ich wieder das gesamte Unternehmenswissen auswählen. Genau. Also da ist es so, wenn du mehr wissen willst als das, was du im Unternehmen hast, dann musst du eine klassische Suchanfrage mit diesem Ding dann nochmal an GPT stellen. Mal da noch drüber raus. Nee, aber ich meinte auch nicht nur aufs Unternehmenswissen beschränkt, sondern auf das einzelne Dokument. Auf das einzelne Dokument. Und dann kannst du als nächste Stufe das, was wissen wir im Unternehmen darüber. Und dann die nächste Stufe ist, das nochmal ganz rauszugeben. Du hast eine Frage? Danke. Okay. Gut. Sonst noch jemand? Nee, gut. Wo war ich gerade? Jo, nochmal zurück. Den Faden wieder aufnehmen. Du warst bei den Tabellen, dass es da bei den Tabellen, Formulare und Formularen, genau. Ja? Vielleicht ist zu den Tabellen gleich noch eine Frage. Das heißt, ich kann dann über meine Anfrage auch Ergebnisse direkt ausrechnen lassen zum Beispiel? Oder also liest er mir nur was vor, was drinsteht? Oder kann ich auch sagen, rechne eine Zelle A und B zusammen oder halt deutlich komplexer nochmal? Genau, also aktuell nur die Antwort draus. Also wenn da jetzt ein Düsenwert drinsteht für irgendeine Propellermaschine oder sonst irgendwas, dann gibt es da diesen Wert, kannst du rausfinden. Aber ganz ehrlich, so wie es jetzt gerade läuft, ist das wahrscheinlich eine Frage der Zeit, ja, diese Dinge dann auch automatisch rechnen zu lassen. Genau. Also, was wir einfach machen, ist, wir integrieren die verschiedensten Large Language Models. Also uns ist egal, ja, wir gehen über die API drauf. Es ist egal, ob ihr ChatGPT nehmt, wobei das aktuell die besten Datenqualitäten liefert. Ja, ob ihr BART nehmt, ob ihr Aleph Alpha nehmt, das ist völlig egal. Unser Integrator kann mit all diesen Large Language Models zusammen arbeiten. Man kann die natürliche Sprache an die Dokumente richten. Ja, es wird ein eigenes Modell auf den Daten trainiert. Das heißt also, das ist ein abgekapseltes System, wo die Daten nicht rausgehen. Und
wie gesagt, eine sichere Nutzung in einer transparenten Umgebung, weil, wie gesagt, ihr werdet kaum Fake News in euren Daten haben, ja, und dadurch eben auch keine Halluzinationen. So, und jetzt würde ich gern mit euch einfach mal einsteigen. Mich würde interessieren, habt ihr das schon im Einsatz? Habt ihr schon ein GPT angebunden? Solche Dinge. Du hast eine Frage. Ja, eine andere noch. So Datenquellen wie Slack oder Google Drive-Dokumente, kann man die da auch mit einspielen oder ist das nicht möglich? Man kann jede Datenquelle anbinden. Wir haben über 100 Standard-Konnektoren, die sowieso im Produkt mit drin sind, zu den großen wie Microsoft 365, SAP, die ganze Atlassian-Welt. Also die Dinge sind alle da. Dann ist es so, muss man prüfen, wenn die über eine REST-API verfügen, dann kann man es über einen generischen Konnektor machen, die sind auch da. Und wenn es jetzt was ganz Spezielles ist, weil manche Dokumentenmanagementsysteme sind natürlich sehr restriktiv, dann muss man halt einen Konnektor für dieses Thema entwickeln. Und der Konnektor ist auch dafür da, die Prüfung durchzuführen auf das Thema Rollen und Berechtigung. Also wenn sich ein Mitarbeiter anmeldet, ja, dann wird erstmal gegengecheckt, darf der, auf welche Dokumente darf er überhaupt Zugriff haben. Ja? Du hast eben gesagt, keine Fake News, aber jetzt liegen zumindest bei uns im Confluence auch viele alte Dokumente, die ich als gefährliches, falsches Wissen deklarieren würde. Ist die Intelligenz so intelligent, dass sie Widersprüche erkennt oder merkt, dass andere Dinge aktueller sind als vielleicht andere? Oder gibt das einfach mir am Ende aus 15 Dokumenten dann ein Summary wieder, die er sich schlimmstenfalls widerspricht oder tatsächlich falsche Informationen enthält? Also es ist so, widersprüchliche Dinge erkennst, ja, aber es geht hauptsächlich darum, wie du das Ganze einstellst. Ja, also das ist immer noch sehr individuell, was du auch alles noch machen kannst. Wenn du jetzt sagst, du weißt schon, dass du alte Daten hast, die nicht mehr relevant sind, dann kannst du die dementsprechend einstellen, kannst die Bewertung machen, kannst sie hoch oder runter ranken, die ganzen Dinge. Das ist immer noch alles möglich zu machen. Würfel? Und. Macht das. Okay. Ja. Hätte ich genau die gleiche Frage stellen wollen oder Anregung geben wollen. Die Herausforderung für Wissensmanager ist ja tatsächlich immer, wie gehe ich mit diesem veralteten Wissen um und so weiter. Und wenn eure Oberfläche gleich einen Button hat, ne, weil das, was du sagst, die Einstellung ist ja dann wieder Admins und so weiter, aber wenn die Oberfläche gleich was hat, dass ein User sagen kann, das ist aber schon veraltet, bitte überarbeitet das. Ja. Wenn man das dann gleich hat, das wäre super. Das haben alle Unternehmen eben gerade nicht einfach mal so da. Das bauen wir manuell ein. Ich will auch noch mal ganz kurz ergänzen, weil ich das gerade gestern gelesen habe zum Microsoft Copilot, der auch in die Richtung geht. Da sind gestern so ein paar Dokumente rausgekommen, diese Prerequisites beschreiben. Also wie soll man das ganze System vorbereiten, damit es gut damit arbeitet? Und da steht explizit drin, guckt euch eure alten Daten an, schmeißt die alten Archive raus, was nicht drin ist, soll rausgefeuert werden, taggt mit Metadaten und so weiter. Also das Klassische, was wir bisher immer gemacht haben, weil natürlich das System darauf auch arbeitet. Und wenn du sehr viele alte Sachen drin hast, dann kommen die irgendwann auch wieder an die. Also, also wir können zum Beispiel auch automatische Dokumentklassifizierung machen. Das heißt also, das selber taggen muss man nicht. Ja. Man kann. Aber dieses Aufräumen. Das ist, genau. Das ist etwas, was man. Ja, aber. Aber wenn das schon in den offiziellen Dokumenten drin steht, dann glaube ich, ist das nicht unbedingt. Also ist das schon ein super Einwand. Also, klar, das ist ein guter Hinweis. Einfach mal sauber machen, aufräumen, damit diese alte Sachen nicht drin sind. Genau. Das wird wahrscheinlich viel eher irgendwann mal rausgespült werden, als bei einer normalen Suche, kann ich mir durchaus vorstellen. Durch dieses Large Language Modell, was irgendwie was vernetzt hat. Also das könnte ein guter Hinweis sein. Ja, aber es ist so, dass wir sowohl automatische Produktklassifizierung machen können, also dieses Taggen, ja, als auch dieses Thema, wir arbeiten sehr viel über Metadaten. Also wir lesen nicht nur 2 oder 3 Metadaten aus, sondern da werden sehr, sehr viele Metadaten mitgeliefert aus dem Dokument. Man kann auch Metadatenanreicherungen machen. Das heißt also, den Dokumenten noch einen Stempel in einer anderen Form verpassen. Also da gibt es ganz, ganz vieles, was schon seit Jahren geht. Ja? Also das ist ja, du hast ja die alten Dokumente nicht erst seit heute in deinem Datenbestand schon lange. Und das Problem haben wir schon sehr früh erkannt und haben das dann schon vorab
immer gemacht und machen, können das auch heute noch. Ja. Dass man eben einfach die KI dafür gar nicht braucht. Weil das sind, man muss nicht für alles KI verwenden, ja, weil die KI birgt auch immer ihre Risiken in allen Bereichen. Und wenn man etwas mit einem einfachen Prozess durchhauen kann, ja, warum soll man da eine KI dann noch dafür verwenden, die für andere Dinge einfach besser geeignet ist? Weil so Standarddinge kann man im einfachen Prozess einfach abhaken. Ja? Vielleicht dort nochmal ergänzt, also das, was du als einfach Ding entsprichst, ist aber der Ausgang für das Unternehmen tatsächlich anders. Und wenn aber die KI einen schon unterstützt, zumindest die gedoppelten Daten aufzuzeigen, ne, dass ich dann als das Human Interface wieder sagen kann, okay, das ist wirklich das ältere Dokument, auch das relevante Dokument, auch wenn es einen älteren Änderungsstatus hat. Aha. Das haben wir ja wirklich in diesen ganzen kollaborativen Datenmengen, haben wir ja wirklich das Thema, es wird gedoppelt, es wird verändert und so weiter. Und was ist die verbindliche Information? Genau. Und wenn wir jetzt mit den neuen Technologien einen Weg schaffen, dass das leichter aufräumbar ist. Ne? Also wenn Microsoft sagt, räum auf, das ist, schaffen die Unternehmen. Das ist einfach mit Teams und Channels und so weiter, aber wenn man einfache Buttons hat, die einen unterstützen, aufzuräumen. Das machen wir tatsächlich schon seit Jahren. Also dieses Aufräumen, ganz ehrlich, das machen wir schon seit Jahren und da brauchen wir keine KI dafür. Also das sind Dinge, die im Projekt dann einfach laufen und es ist ja auch so, wir befähigen jeden unserer Kunden auch dazu, wenn er das will, unseren Integrator selber auf links zu drehen, die ganzen Dinge selber zu machen. Ja? Wir lernen das unseren Kunden, auch wenn sie das wollen. Ja? Es gibt diejenigen, die sagen, wir wollen das alles selber machen. Also wir haben Kunden, da ist unser Produkt für ganz andere Dinge verwendet worden. Ja? Gibst du bitte Würfel kurz nach hinten? Ja. Ja, ich hätte da mal die Frage, dann ist ja der Begriff Unternehmenswissen eigentlich fast zu weit gegriffen, weil man sollte sich ja vorher dann schon mal genau überlegen, auf welchen Teil dieses vermeintlichen Wissens es am sinnvollsten wäre, da überhaupt durchzugucken und das Ganze schon mal zu hierarchisieren, zu kategorisieren und zu sagen, hier, was wir hier haben, ist wirklich unser Premium-Content und das, was wir hier haben, ist unser ganzes Archiv. Da stecken vielleicht auch noch tolle Sachen drin, aber das ist bitte nur mit Vorsicht zu genießen. Und das aber alles sortieren, würde dann auch die Anwendung behilflich sein. Genau. Also das sind Dinge, wir haben unterschiedliche Anwendungsfälle schon gehabt. Also einfach mal aus dem Bereich Datenschutz mal dieses Thema Rollen- und Berechtigungskonzept. Wir hatten einen Kunde, der hat unsere Lösung hochgefahren, 10 Minuten später hat er sie wieder runtergefahren. Weil da gab es so eine ganz tolle Vorstandssekretärin, die hat die Verträge, die Gehälter, die Abrechnung von den Vorständen in ihren Exchange-Ordnern feinsäuberlich abgelegt und dokumentiert. Und im Rahmen der Urlaubsvertretung hat sie immer wieder Freigaben auf ihren Content gegeben. Ja? Und der Integrator prüft dieses Rollen- und Gerechtigungskonzept. Die Konzepte wurden nie zurückgenommen. Das heißt, plötzlich wusste die halbe Firma im Prinzip, wie die Gehälter der Vorstände sind. Das ist ein Punkt, wenn es um Rollen und Berechtigung geht. Und genau das Gleiche ist bei Dokumenten. Ja? Und da ist eben auch dieses historische Betrachtungsweise. Also wir können, der Integrator wird oft für solche Aufräumaktionen verwendet. Es können Dubletten eingeblendet werden. Es können unterschiedliche hierarchische Dinge. Aber das ist alles bei uns schon im Standardprodukt dabei gewesen. Ich habe ja heute hier den Vortrag gehalten wegen Neuheiten und Chatten und GPT, deswegen bin ich da nicht ganz so tief eingegangen. Aber das ist das, dieses GPT-Thema ist nur der Punkt noch oben drauf. Wenn die Basis nicht stimmt, kann man das Ganze sowieso in die Tonne kicken. Ja? Aber jetzt würde mich wirklich mal interessieren, wer hat denn jetzt schon GPT im Einsatz? Wer hat seine Unternehmensdaten damit schon angebunden? Es gibt ja große Unternehmen, die einfach gerade mit einer Pressemeldung nach der anderen rausgehen, ob es jetzt DM ist, ob es Mercedes ist, ob es TUI ist, ja, die alle ganz große Pressemeldungen rausgegeben haben. Sie setzen GPT schon für ihre Mitarbeiter ein. Noch gar niemand? Gut. Ihr? Okay. Frage oder
Ihr macht's schon. Mhm. Also wir sind am Testen, sagen wir es mal so. Mhm. Wir setzen es jetzt noch nicht vollständig ein. Bei mir persönlich ist auch immer interessant, wie setzen wir das Ganze in Intranet-Wissensplattform um. Mhm. Also ist nachher die Frage, bindet man wirklich jede Datenquelle an oder startet man jetzt auch erstmal damit? Aber ja, da sind wir quasi gerade im Austausch mit der IT, die testen das jetzt. Und wir haben schon so ein Interface, wo wir schon mal Daten eingespeist haben. Aber nachher geht es darum, wie nutzen wir das letztendlich in unseren eigenen Tools. Genau. Ja. Aber wie gesagt, wenn ihr es dann... für alle Datenquellen, dann ist wieder dieses Thema, da fällt dann die Zwischenschicht. Ja. Die Datenkrake sozusagen drunter, die die Sicherheit bietet. Ja, genau. Was wiederum der Vorteil ist jetzt bei uns in der Wissensplattform, da haben wir halt Strukturen dahinter, wo jetzt die Aktualität gewährleistet ist. Also da könnte man sich jetzt im ersten Schritt zumindest mal die Aufräumarbeiten sparen. Also von daher muss man sich dann nochmal angucken. Ja. Genau. Ich habe gezögert mit dem Aufzeigen, weil es ein bisschen was anderes bei uns ist. Wir experimentieren oder wenden auch schon an. Ich arbeite ja bei der Deutschen Welle. Wir produzieren 30 Sprachen. Wir sind auch schon seit Jahren dabei. Halt, also am Ende hat keiner den Überblick, was eigentlich welche Redaktion gerade produziert. Zumindest nicht in der Gänze vollumfänglich. Und dann ist natürlich spannend, solche Language Models und Übersetzungstools da dran zu hängen, um einfach mal einen Überblick zu bekommen, was machen die Bengalen, was machen die Chinesen, wo sind Themenüberschneidungen, wo kann man voneinander partizipieren. Dann zu transkribieren automatisch, Meta-Keywords zu generieren, also alles, was im Umfeld von Redaktion und Produktion anfällt. Und jetzt ganz spannend bei uns auch Unterstützung durch KI beim Community Management, weil wir natürlich auch mit Millionen von nutzenden Reaktionen zu tun haben jeden Tag und da einfach auch Unterstützung benötigen. Schon cool, ja. Also das machen wir auch schon lang, dieses Thema, lass einfach stehen, genau, dieses Thema crosslinguale Suche, ohne ein Übersetzungstool dazwischen hauen zu müssen. Also wir haben vorher, also ja, haben wir diese im Prinzip ein deutsches und ein englisches Modell aufgebaut mit dem gleichen Content, sodass diese KIs, die da trainiert werden, ein ähnliches Verständnis von dem Inhalt hatten. Und dann konnte man diese Modelle einfach übereinander schieben und dann konnte man zum Beispiel im deutschsprachigen Raum, ja, einfach mal, wir haben eine Patentlösung, ja, wo man auch Patente suchen und recherchieren kann. Da gibt man dann Fahrrad auf Deutsch ein, im deutschsprachigen Raum. Über einen Klick in die englischsprachige Welt werden lauter Patente angezeigt mit Bicycle, Motorbike, was auch immer. Ja? Also diesen ganzen ähnlichen Begrifflichkeiten, Synonyme und dergleichen dann auch noch hinterlegt. Und jetzt mit den Large Language Models ist einfach so, die haben ja so unglaublich viele Sprachen im Bauch, dass man diese crosslinguale Suche auch machen kann, ohne nochmal extra Modelle aufbauen zu müssen. Außer es gibt einen speziellen Sprachcontent, der in der Welt nicht da ist. Dann muss man eigene Modelle aufbauen. Aber wenn es jetzt diese Sprachmodelle in der Welt gibt, also diese Wörter, ja, diese Begrifflichkeiten, dann kann man auch diese Large Language Models dazu verwenden, eine crosslinguale Suche zu machen. Also das ist schon cool, ja, da habt ihr recht. Und da hat noch der Heiko eine Frage und dann werden wir es wahrscheinlich beenden für heute. Super, danke. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, du hast es schon... Jetzt. Okay. Jetzt? Jetzt, ich habe das Gefühl, du hast es schon irgendwie 2-3 Mal gesagt, aber ich habe es noch nicht ganz. Kannst du das nochmal, wenn es nicht zu technisch ist? Wir haben die Large Language Models im Hintergrund. Das sind die, die auf dem Weltwissen trainiert wurden und viele Sprachen können. Jetzt gibt es noch das, was du Short Language Model genannt hast. Das ist mit den Unternehmensdaten trainiert. Sind das 2 verschiedene Modelle? Wie arbeiten die zusammen? Kann man das eine in der Cloud lassen und das andere selber hosten oder wie spielen die zusammen? Also die Modelle haben gar nichts miteinander zu tun. Also euer Unternehmensmodell sozusagen, das kann, also wir machen das in unterschiedlichen Formen. Wir machen es on-premise, wir machen es in der Cloud, wir machen in eurer Cloud unsere Lösung. Und die Modelle werden dann entweder bei euch im Haus trainiert oder eben in der Cloud bei euch. Ja? Aber die Daten verlassen euer Haus in dem Sinne nicht. Ja, dieses Modell ist euer eigenes, euer spezifisches, das nicht raus in die Welt geht. Und dann gibt es die Large Language Models daneben. Und diese Modelle kommunizieren über Schnittstellen. Ja? Und da ist es so, da ist dann unsere Technik dazwischen von unserem Integrator, der diese Kommunikation sozusagen koordiniert, so einfach erklärt. Ja?
jetzt technisch nicht. Wenn du es technisch genau wissen willst, mache ich gerne einen Termin mit dir, mit einem von unseren Techies, die erklären dir das bis ins kleinste Detail. So tief drin bin ich in der Technik nicht. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Ich habe es gesehen. Und deswegen, ja. Also ich muss keine Folien. Ich hätte euch auch können hier unseren Integrator live aufmachen. Dann hätten wir es in der Live-Version sehen können. Aber das Risiko war mir einfach zu groß, weil da ich mit den das auch schon können, eine Herausforderung hatte. Ja. Ja. Also das ist, okay, das also es sind zwei getrennte Modelle und die werden miteinander. Genau. Gut, gibt es noch Fragen? Weil sonst sollten wir die Session beenden, dass der Nächste rein kann. Ich danke euch.